schon auch um einen vorgeschobenen Prozess geht. Denn wir haben den Eindruck, dass in dieser Region Drogenvergehen als Vorwand genommen werden, um missliebige Stimmen auszuschalten, und das kann nicht sein. Die Sanktionen beziehen sich auf die Annexion der Krim und auf die Intervention in Donbass. Und deshalb werden, wenn wir das Minsker Abkommen umsetzen können, werden auch die Sanktionen wieder zurückgenommen werden. Allerdings tragen solche Prozesse nicht gerade dazu bei, das Vertrauen in die russische Führung zu stärken.